Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Clevelands Jr. Smith soll eine Geldstrafe für sein Wadentattoo zahlen, Urheberrecht Getty Images Jr. Smith von den Cleveland Cavaliers muss sein Wadentattoo überdecken. Die Liga droht dem NBA-Star wegen Werbung auf dem Körper mit einer Geldstrafe. NBA-Routinier Jr. Smith hat keine Lust auf eine Geldstrafe und will deshalb eine Tätowierung auf seiner Wade mit einem Beinsleeve überdecken. Der 33-Jährige, 2016 mit den Cleveland Cavaliers Meister in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, hatte sich im August den Namen einer Bekleidungsfirma tätowieren lassen. Die Liga drohte mit Konsequenzen, twitter.com/bo/status/10476038290370273728 Anzeige Doppelpunkt jetzt die neuesten NBA-Trikots kaufen. Hier geht es zum Shop. Ich werde ihnen kein Geld geben, das meine Kinder haben könnten, sagte Smith ESPN. Nach einer Anfrage bei der Spielergewerkschaft sei klar gewesen, dass er rechtlich keine Chance habe. Einen Sponsorenvertrag mit der Firma gebe es nicht. Die NBA verbietet es ihren Spielern, auf dem Körper Werbung zu betreiben. Es ist auch nicht erlaubt, Schriftzüge oder Logos in die Haare zu rasieren. Anzeige, die NBA ab 16. Oktober live bei DAZN, jetzt gratis Monat sichern von Sportinformationsdienst Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.